So, wir wollen Ihnen mal gerade zeigen, wie das bei uns mit dem Filetieren geht, weil da gibt es ja nun auch 1000 Methoden. Aber es gibt eine, die habe ich von Adi Uckermark gelernt und der war Akkordfiletierer und die will ich gerade mal eben demonstrieren. Also, erster Schnitt unter der Brustflosse bis zum Genick hoch. Das Messer nicht rausnehmen, sondern ein bisschen drehen, den Fisch auch drehen, mit möglichst viel Schneide, also parallel zum Fisch weiterziehen, danach durchstechen und zwar in Höhe der Afterflosse und dann langsam in Ruhe bis zum Ende, bis zur Schwanzflosse durchziehen, dann hat man schon mal so viel frei. Anschließend wird hier oben nachgeschnitten, damit man das Filet schön sauber löst, bis zum Ansatz der Brustgräte. Da mit dem Finger ein bisschen hochziehen, das Messer so ansetzen und mit dem Verlauf der Gräte schön nach unten wegziehen und dann hat man ein sauberes, vernünftiges Filet von einer Seite. Das packen wir erstmal unten hin. So, zweite Seite, Fisch umdrehen, ein bisschen biegen, damit man hier einen Spannungsbereich kriegt. In dem Spannungsbogen hinten ansetzen, wieder ziehen, bis hoch ins Genick ziehen, bis nicht mehr weitergeht zum Kopfknochen. Dann unter der Brustflosse wieder den schrägen Schnitt zum Genick, hochklappen, das Messer durchstecken, wieder im Bereich der Afterflosse, leicht drehen, bis zum Schwanzende durchziehen, bis zur Schwanzwurzel, damit man auch das letzte Restchen Filet mitkriegt. Einmal nachschneiden und im Grunde haben wir jetzt genau das gleiche wie auf der anderen Seite machen. Das heißt, ich rupfe wieder hier ein Stückchen hoch, wo die Gräten sind, halte dann das Filet und den Kopf fest. Das Messer geht unten drunter rein und mit dem Verlauf der Gräte nach unten ziehen. Und dann habe ich da das zweite Filet und auf der Karkasse ist dann so gut wie nichts mehr. Kann ich dann durchgucken, da ist nichts mehr dran an Fisch. Die Eingeweide sind gleich mit weg. Das Einzige, was ich machen kann hier, weil ich ein Stückchen Flosse habe, nochmal die Flosse nachschneiden, über Bord werfen. Und dann habe ich hier das zweite Filet. Ich kann das gleich mal häuten, beim Häuten habe ich vorhin auch gesehen, da laufen auch so ein paar Fehler. Ansetzen bis zur Haut, dann möglichst parallel und auch wieder das Messer leicht schräg legen und dann so über die Haut ziehen, dass man möglichst wirklich nur noch die nackte Haut hat, dass da kein Fleisch mehr dran sitzt. Man sagt immer, wenn man ihn umdreht, soll Silber zu sehen sein. Wenn das silbern schimmert, dann hat man das Filet passend von der Haut befreit und dann habe ich ein sauberes Filet. Wer es absolut grätenfrei mag, kann dann hier noch an der Zwischennaht, sage ich immer, so einen kleinen sogenannten V-Schnitt machen. Dann kann man nochmal die Brustgräten rausziehen. Und dann hat man, wie der Amerikaner es mag, ein absolut grätenfreies Filet, was man dann verarbeiten kann. So ein Fisch oder zwei haben wir noch.